Und da sind wir wieder zurück bei Observer System Redux. Wir haben beim letzten Mal rausgefunden, ich gehe jetzt mal rein. Es ist so laut hier. Wir haben beim letzten Mal rausgefunden, dass der Besitzer des Tattoo-Studios hier Mieter ist. Und ich weiß noch, ich muss in die zweite Etage. Ich guck mal kurz. Jack Carnes, the man I'm looking for, lives at 210. Need to pay him a visit before someone else does. Ja. Ich habe so die Befürchtung, wir werden zu spät kommen. Eins. Zwei, eins, zwei, sieben, zwei, acht, zwei, 13. Ah, gut. Ich wollte hier nochmal sowieso kurz raus. Um ganz kurz hier hinten zu gucken. Ich muss sowieso hier hinten hin. Ja, nice. Aber hier ist sonst nichts. Ich gehe erstmal kurz hier rein. Okay. Ich wollte eigentlich nur schon mal scannen. Bevor ich dazu eventuell nicht mehr komme. Kann ich nicht scannen, ne? Nee. Kann ich mit euch reden? GPD. I need to talk to you. Shit, are you for real, man? Since when do you pigs give a shit about what goes down in the stacks? Ja, tun wir nicht. Oder seid jetzt? Seid jetzt. Since now, should I take a special interest in you? Hey, man, chill. It's just, most cops don't have the balls to come down here alone. What you need? Suspicious Activity Building. Ja, irgendwas... Außer der geilen Musik von links irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Seen anything suspicious lately? Man, ain't nothing here that ain't fucking suspicious. Any outsiders come through here since the lockdown? Hey, I ain't seen no one, but that don't mean they didn't. You know what I'm saying? Fair enough. Later. Okay, und hier? Alter, da dreht ja nochmal auf, oder was? Mach auf die Türe! Boah. Okay, da dreht er nochmal extra auf, wenn ich da klingel. Hier machen wir mal zu hier. Was auch immer da für eine Party geht, auf jeden Fall geht die Party ab. Okay. Okay. Gut, gib mir keine Übersetzung. Ich will's gar nicht wissen. 210. Was haben wir hier? Achso, Tür zu dem Flur. 210. Hä? 210 ist also gar nicht hier. Hier ist nur die 211. War ich hier schon mal? Huch, nein. War hier schon mal. Offensichtlich war ich hier schon mal. Gut. Noch eins höher kann ich eh nicht, ne? Also hier ist ja nichts. Die Karte habe ich anscheinend schon mal mitgenommen, die hier liegen müsste. Und ansonsten komme ich hier nicht sehr weit. Sieht auch nicht so wirklich bewohnbar aus. Heißt nicht, dass es nicht bewohnt ist, aber es sieht nicht bewohnbar aus. Nicht so bewohnbar wie hier unten. Ach, du schon wieder. Warum leuchtet die 210 rot? Hey, schubst mich nicht, Kacktaube. Okay, ich war hier ja schon mal. Und natürlich ist die Tür jetzt offen. Natürlich. Case Log updated. Made it to Carnes' place. Something doesn't feel right. Need to search the place. I better be on my guard. Ja, vielleicht, dass das Ding durchgeraucht ist und die Tür auf ist. Vielleicht fühlt sich das nicht so richtig an. Bin mir nicht so sicher. Und dass ich da unten Blut scannen kann. Dass ich da unten... Blut?
kein Blut scannen. Wieso kann ich kein Blut scannen? Lass mich das Blut scannen. Gut, da ist noch mehr Blut. Wir gehen gleich hin. Ich bin erstmal kurz ins Badezimmer, weil ich hier meine Medizin vergessen habe. Na komm, gib her. Nichts, okay. Sogar ein Staubsauger. What? Was? War... Was? Wieso ist... Das Blut auf dem Boden ist übrigens auch weg. Ich bin gerade aber eigentlich in niemandes Erinnerung, ne? Also, eigentlich. Eigentlich. Upsa, hä? Achso, hier ist ein Bild von der Wand gefallen wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, warum liegt da was so komisch? Schon wieder so ein Radio. Hallo? Ich komme hier nur durch. Spiel ruhig weiter. Mich umgucken. Schickes Bett. Hätte ich auch gerne. Eine Leinwand. Mit Pinsel. Die Stecker kann ich nicht ziehen, aber ich konnte hier drehen, ne? Thank you, Doctor. Und vor allem, warum? Warum hast du da jetzt so ein Beinchen? Ich dreh mal weiter am Rad. Vielleicht... Ich hier ja noch was. Why specialize in augmentation? To go beyond our limits. To realize our true potential. To usher in a new era. Big words. Some would say it's all about improving the patient's quality of life. Some need to think bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind. Each subject. A step towards that goal. By subject, do you mean patient? What else would I mean? Or were you being clever about my alleged lack of empathy? Ich dreh mal weiter. Okay, das bleibt jetzt so schön. Where is that fucking bastard? Ich war's nicht. Mommy! Ich war's nicht. Ich schwöre, ich war's nicht. Ich habe gerade so schön auf dieses Bild geguckt. Hier irgendwas vielleicht? Nein, aber es ist anscheinend die Schlange und Eva. Ist hier vielleicht... Ich kann nicht scannen. Dann drehen wir mal wieder zurück. Ah, jetzt kriegt das da Beine. Okay, wo läufst du hin? You
hurt anyone else. Muss ich hier irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Ich kann nur weiter drehen. Aha. Oh, das ist das Helena? Zumindest sieht der Kopf so aus. Außerdem, dort ändert sich hier ja nichts, ne? What the hell did you do to my wife? Naja, sie ist jetzt halt nur noch ein Gehirn mit einem Bein zumindest. Werden Sie das? Oh. Okay, kann ich das... Ah, ich wollte gerade sagen, kann ich das Radio einstöpseln? Aber das Radio hat sich ausgestöpselt. Darf ich das haben? Darf ich nicht. Okay, das liegt jetzt da. Ich will nur noch mal gucken. Hey, das macht halt irgendwas. Ist gut. Ich wollte mich hier noch ein bisschen umgucken, kurz. Ich komme ja schon. Wo ist das Licht hin? Tissue inflammation. It's rejecting the implant. Das Radio dreht von alleine durch. In die Mitte gehen. Ich könnte auch da lang gehen. Sie ist weg. Darf ich wieder gehen? Hier hinten ist so schön hell. Wow, hey! Oh! So schön hell, ich sehe nichts mehr. Kacke! Okay.
Wann? Wann habe ich mich verbunden? What the fuck just happened? How did you get here? Ja. Wir waren zum dritten Mal in einem Toten. Give me the duration of the last sequence. You are connected for 16 minutes and 43 seconds real time. 16 minutes? Am I losing? Already scanned. Focus down. Try to remember. Warning. Abnormal genetic structure detected. This blood doesn't match the victim. Calibrated trace. Calibrating now. Calibration complete. Trace established. Bingo. Bongo. Darf ich jetzt? Cool, ich muss meine Medizin nehmen, Junge. Und meine Tabletten. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Ich war also 16 Minuten in ihm drin und weiß nicht mal, wann ich mich überhaupt mit ihm verbunden habe. Das ist nicht so toll. Um das mal so zu sagen. The Dream Eater is starting to get to me. How do I not remember plugging in? Anyway, now that I'm back in the real world, I better check the apartment for clues. Track down the killer. The killer was wounded in the struggle. He's leaving a trail. If I follow it, I might be able to finally get the bastard. Ja, den habe ich noch nicht gescannt. Warte mal. Er ist... Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber... Ja. Er hat also ein Hinkebein, er ist quasi Künstler und hat einen schönen Gehstock. Erinnert mich ein bisschen an, Layers of 4. Wenn er jetzt noch eine Tochter hat und eine Frau mit verbranntem Gesicht, dann wissen wir, wen wir hier vor uns haben. Kann ich nicht scannen. Gescannt. Die Wunden habe ich gerade jetzt auch schon alle gescannt. Na klar, wann auch immer ich das gemacht habe, ich habe schon alles gescannt. Was sind das für komische blaue Tropfen? Also, Abnormal Genetic Structure. Gut. Ich war hier noch nicht. Kann mich zumindest nicht daran erinnern, also gucke ich mich ein bisschen um. Eine Karte. Surgeon's license revoked. But that didn't stop him, did it? Nein, das tat es nicht. Ah, ein Rechner. Toll, wieder was zu lesen. Reinstatement. Jack, I have always considered you a good friend and mentor. While your teaching methods were sometimes harsh, they also helped me improve as a surgeon. Let me therefore extend the same courtesy to you and be brutally frank. There is no way in hell your license could be reinstated. The accusations laid upon you by the council are simply too grave. I used all of my influence to try and get emotion across, but they will simply not budge. Even after all this time, you are still perceived as a pariah, and the patient's family aren't making things easier. Good God, Jack, what were you thinking? To install an untested prototype in a Class A patient? And for what? Even if it would have worked, you would still most likely be facing accusations of malpractice. Whatever your motives were, I'm afraid you need to accept the consequences. Sincerely, Herbert. You deserve all you get. I don't know if this message reaches you, but I hope to Christ it does. It took me a while to get a hold of your current address. We have never actually met, but your actions have forever changed my life. More precisely, they have turned it into a walking nightmare. Thus, I wanted to take this opportunity to show my appreciation. It's been close to 2 years since the only woman I have ever loved had the unenviable distinction of being placed under your care.
And although she has not and will not recover, her current doctor, an actual doctor, mind you, finally managed to stabilize her enough to make her semi-comfortable. Towards that end, he has also installed a permanent feeding tube where her throat once was. She used to have the most beautiful voice. Not that you care. I have come to know that sociopaths are not moved by the plight of others, even if it's one of their own making. I was never one to harbor ill will or wish poorly upon others, but when I look at the hollow, deformed husk that was once my wife, I am moved to thoughts and emotions I never thought possible. I have attached a photo to this message. I want you to take a long, hard look and know that you did this. I wanted to haunt you for the rest of your days. I wanted to remind you that you are nothing but a butcher, a quack, a callous, empty has been. I don't know what hellhole you scurried off into, but I hope you die there. And when you do, I hope you rot in hell. Will ich das Bild sehen? Okay, ich habe mir Schlimmeres vorgestellt. Ich habe mir viel Schlimmeres vorgestellt. Ich dachte schon, ich muss jetzt irgendwas hart zensieren oder so. Aber ich glaube, das kann ich so lassen. It's showing again. Hey, I'm pretty sure it's showing from under the skin. The thing itches like hell and gets all messy when I touch it. You have to do something. I can't show up to work like this. Contact me as soon as you get this message. Das ist definitiv Helena Novak. Complications. I'm getting worried about the courier. She doesn't seem to be taking the pressure well. She's irrational, prone to bouts of hysterics. I can be certain of the infallible nature of my software, as well as your hardware, but the human element, as always, proves to be the weakest link. I wonder what would be more risky, to engage yet another third party, or proceed as we are now. A. P.S. Thank you for the painting. I'll put it up right away. I think I have just the spot for it. Ist das, Adam heißt unser Sohn, ne? Ist das von ihm die Nachricht? So, warte, hier war... Okay, suchen kann ich nichts. Keine Dokumente. Aber bestimmt wieder ein neues Level. Alle Level jetzt. Okay, gucken wir mal rein in die 16. Die 16 hatte ich noch nicht, ne? Nee. Eine kann ich mitnehmen. Ich muss erst da oben zu den Schwertern. Das passt nicht. Schade. Da habe ich was falsch gemacht. Oder kriege ich es trotzdem irgendwie vielleicht hin? Nee, glaub nicht. Nee. Nochmal. Das war nicht ganz richtig. Ich glaube, das ist so... okay.
hole ich erstmal die da. Ich glaube, das ist schlauer vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Na, dann kommt die gleich mit. Ich glaube, das ist nicht so gut. Die da ist mir egal. Ich habe da unten eine Ecke, in die ich rennen kann. Nein! Verdammt! Das Feuer hat mich abgelenkt. Fuck, ich hätte es gehabt. Nochmal. Nochmal. Du kommst mit. Ihr kommt mit. Du kommst mit. Hatte ich jetzt erst die beiden? Verdammt. Doch, ich muss erst die beiden da oben wegholen, ne? Mitnehmen. So. Scheint mir irgendwie falsch. Verdammt. Welcher Sinn davor gemacht? Habe ich erst die hier geholt davor? Wahrscheinlich. Warum hole ich die eine Münzen? Keiner weiß es. Ach komm schon, ich hatte es doch fast. Verdammt, ich hab's doch gerade erst gemacht. Wie habe ich das gemacht? Ich kann die Schwerter da unten nicht holen, ohne die Spinne da wegzuholen. Ein Schwert brauche ich für die da drüben. Verdammt, aber das war jetzt auch nicht so ganz richtig, weil ich an die Münzen da gar nicht mehr rankomme. Mann! Noch einmal. Ich versuche noch einmal. Thank you.
Wie habe ich das gemacht? Hol mir schon mal die eine Münze hier. Ich habe ein Schwert zu wenig auf einmal. Hä? So wird das nichts. Verdammt. Nee, mach ich jetzt nicht. Ärgere ich mich jetzt nicht mit rum. Ich guck mir mal die 17 an. Ist die leichter? Man weiß ja nie. Oh. Für die da brauche ich auf jeden Fall ein Schwert. Braucht zum Schluss ein Schwert über für die Große. Ob das sowas wird? Ich glaube nicht. Nee, weil die eine Münze ist ja eine Sackgasse. Mann! Egal. Mach ich nicht jetzt. Achso, ich hatte noch ein Schwert über. So, wir gehen mal wieder raus hier. Nicht 5 Jahre da drin rumhängen. Hab ich auch schon gescannt. Alles angeblich schon gescannt. Credit chips. Oh. Credit chips, just like the one in Helen's apartment. Except these aren't empty. Mhm. Kassetten. Okay. Machen wir mal ein bisschen Musik an. Halt! When he had put his hand on mine with a cheerful look, wherefrom I took courage, he brought me within to the secret things. I met someone today. A most welcome new arrival to this hellish place. A kindred spirit. A fellow outcast and a pioneer in his field, shunned by the primitive minds incapable of recognizing true greatness. I have decided to aid this young man with his scientific endeavors. I believe he is onto something truly spectacular. Spricht er von Adam? Harsh pills. Not really trendy out here. Natürlich habe ich die auch schon gescannt. Aber die Tabletten habe ich nicht mitgenommen. Wer glaubt denn sowas? Oh, was bist du?
Kriegt man das, wenn man Arzt ist? Na gut. Dann gehe ich mal. Das war hier am Eingang, aber am Anfang noch nicht so viel Blut, oder? Da war das nur ein kleiner Tropfen. Hä? Synchrosine collected. Ich glaube, ich sollte den Scheiß nicht schlucken. Also ich schluck ihn ja nicht. Nicht wirklich, aber trotzdem. Okay. Achso, ja, he's leaving a trail. Das blaue Blut? Wahrscheinlich. Caselog updated. The killer was wounded in a struggle. He's leaving a trail. If I follow, ja, okay, das ist. Ich muss schon wieder einschalten, ne? Strain level decreased. Okay. Aber der Killer ist da lang raus. Hä? Oh, hier sind auf einmal so viele Monitore an. Die waren eben gerade noch alle aus. Muss ich das scannen? Kann ich nicht. Verschlossen. Hä? Korrigier mich, aber hier war gerade noch eine Wand, oder? Bin ich schon doof? Hier war doch gerade noch eine Wand. Oder war da keine Wand? Und ich bin wirklich doof? Das war hier vorher nicht so lang. Komm schon, mach auf! Mach nicht so Lärm! Ah! Ja, das war der Schrank. Der Schrank, der mich letztes Mal, gestern genau genommen, erschrocken hat. Gestern, als ich aufgenommen habe. Und das Spiel hat gerade gespeichert. Und jetzt überlege ich gerade, ob es clever ist, die Jagd nach dem Killer einfach meinem Zukunfts-Ich zu überlassen. Die freut sich bestimmt darüber. Die freut sich sehr darüber, wenn ich jetzt hier aufhöre. Und genau deswegen tue ich das auch. Und sage danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und Folge von Observer System Redux wieder. Bis dahin. Ciao.